Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfer 1504 und wir spielen, Get Even weiter. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir loslegen, könnt ihr natürlich in der Videobeschreibung einen Link finden, wo ihr euch natürlich die letzten Folgen alle ansehen könnt, wenn ihr das zumindest sehen wollt. Denn Get Even ist ein sehr, sehr schönes Spiel, das natürlich sehr verwirrend ist, aber ja. So, wir waren ja letztes Mal hier stehen geblieben. Hier haben wir Rose Atkins und Jasper Prado beim Gespräch belauscht, wenn man das überhaupt so nennen kann. Wow. Da hinten ist einfach mal eine Person. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Alter, was ist denn da hinten? Sieht sehr, sehr strange aus. Es hat schon wieder jemand versucht, auf meine Daten zuzugreifen. Kümmern Sie sich ordentlich darum, antworten Sie mir oder es gibt Konsequenzen. Okay, das ist Robert. No. Ja, es ist geil. Ich habe aus Versehen mich nach oben gesetzt oder beziehungsweise gestanden. Ah, komm, erschieß mich, ist jetzt auch egal. Komm, erschieß mich. Seid ihr zu dumm zum Erschießen? Okay, wir machen das mal anders. Weil ich jetzt gerade einen Fehler gemacht habe, tut mir ehrlich gesagt leid, wenn wir es jetzt nochmal machen. Also ich finde es ja komisch, dass sie dieses Handylicht oder was auch immer es gerade war, nicht sehen können. Aber kaum stehe ich auf, bums, werde ich erstmal abgeschossen. Jo, ist natürlich sehr geil. Aber was soll's? Wir machen einfach weiter. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal alles von vorne. Och nee. Das kann ich jetzt leider nicht überspringen. Tut mir ehrlich gesagt leid. Fingerprints identified. Rose Atkins und Jasper Prado. I knew they'd be sending their inside man, but I never knew who he's on. Oh, gorgeous. How you doing, sweetheart? I'm Jasper, and I'm very pleased to meet you. You can cut the flattery, Mr. Prado. I know who you are. Our employer has filled me in. Filled you in, lucky bastard. I'm sorry. Nothing. I get it. You're a professional type. I suppose you want to see the setup. Cross the I's, dot the T's. All that shit. Yes, Mr. Prado. Please, show me round. Their first meeting. That's a start. Get as much information as you can, Mr. Black. Be meticulous. Understood. So, wir müssen ja vorbei. Das Problem ist nur, jedes Mal das mit dem Handy zu machen, ist ziemlich beschissen. So, jetzt muss ich kurz warten. Okay, da war eine Frau. Wow, das war knapp. Okay, was haben wir denn da? Scheinen irgendwelche Beweise zu sein. Fingerprints identified. Jasper Prado. Alcohol, Mr. Prado. I thought you said you were a professional. Oh, hey, now, Missy, it's not for me. The boss man has sent some of his own men. It's background, don't he? It's for those boys.
Happy team is a productive one, no? And a drunk team is a dead one. Robert won't take this lying down. And he has resources of his own. You'll need to be alert. Okay, I get it. It's off the menu, right? Okay, mitunter ist er schon ziemlich witzig. Jetzt muss ich nur gerade ganz kurz gucken. Guys. Oh mein Gott. Oh. No. Alter, wird ihm mich verarschen? Woher soll ich denn wissen, dass der um die Ecke kommt? Oh, ist das Müll, Alter. Vor allem frage ich mich, oh nee, also das Spiel ist mitunter schon ziemlich komisch, was die KI betrifft. Ja, seht ja, sie haben kein großes Sichtfeld, aber ja, er hat uns wahrscheinlich erfüllt. Oh, ist das mies, Alter. Ich will jetzt den ganzen Rotz nicht nochmal machen. Alter, wer macht denn das? Wer baut denn das bitte in ein Spiel ein? Jetzt kann ich die ganze Kacke nochmal machen. Fingerprints identified. Rose Atkins und Jasper Prado. I knew they'd be sending their inside man. But I never knew who he was. Gorgeous. How you doing, sweetheart? I'm Jasper. And I'm very pleased to meet you. You can cut the flattery, Mr. Prado. I know who you are. Our employer has filled me in. Filled you in, lucky bastard. I'm sorry. Nothing. I get it. You're a professional type. I suppose you want to see the setup. Cross the I's, dot the T's. All that shit. Yes, Mr. Prado. Please, show me round. Also, wie gesagt, nochmal werde ich es jetzt nicht machen. That's a start. Get as much information as you can, Mr. Black. Be meticulous. Understood. Mann, ich will doch den Kack hier nicht machen, Alter. Es geht mir auf den Sack. Ja, auf jeden Fall ist es schon ziemlich scheiße. Missy, it's not for me. The boss man has sent some of his own men. It's back, you know? It's for those boys. Happy team is a productive one, no? And a drunk team is a dead one. Robert won't take this lying down. And he has resources of his own. You'll need to be alert. Okay, I get it. It's off the menu, right? Also ich würde ja den Typen am liebsten erschießen, aber das dürfen wir ja halt nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil ihr seht ja, er guckt ganz komisch. Jetzt reicht's. Es ist mir langsam zu doof, wirklich. Okay, da hätten wir was hinmachen können. Das ist super. Okay, anscheinend müssen wir die Treppe hoch, warum auch nicht. Wir sollen hier sehr akribisch suchen. Boah, was war das? Ich bin so kurz davor, einfach auf Senden zu klicken und die ganze Welt über ihre Spezialaufträge aufzuklären.
Man würde sie für den Rest ihres Lebens wegsperren. Legen Sie es besser nicht drauf an. Okay. Ja, das ist jetzt gerade wieder mal super. Okay, wir sind weitergekommen, das ist gut. Oh mein Gott. Okay, der Typ kommt jetzt her, ist wieder mal voll geil. Oder auch nicht. Okay, also sie laufen durch die Gegend. Und das sind drei Leute. Das ist geil. Oh, hier können wir nicht weiter. Ist auch voll geil. Alter, ist das geil, Alter. Das ist so scheiße. Das kann doch nicht sein, Alter. Wer macht denn bitte so einen Müll? Ich dachte, das wäre jetzt was anderes. Oh nee, also das Spiel geht mir heute so ziemlich auf die Eier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich spiele erst 12 Minuten und ich bin jetzt schon so ziemlich genervt. Diese komischen Schleichpassagen sind einfach der letzte Rotz. Also sollte wirklich ein Entwickler mal gucken. Wäre geil, wenn ihr das nächste Mal ein bisschen anders handhaben würdet. Weil das kann so nicht sein. So, ich gehe gar nicht erst ein Risiko jetzt ein. Kein Bock auf den Müll. Ich dachte, ich kann da durch. Geht. Gut. Och Mann, ich hab gleich keinen Bock mehr. Stop acting like you're in a damn video game. Naja. The simulation may corrupt, destroying both itself and you in the process. Now, continue. Halt deine verfluchte... Also, ganz ehrlich. Mir ist es jetzt sowas von egal, das glaubt ihr mir gar nicht. Partial Security ID. Fingerprints identified. Rose Atkins. I picked the best man for the job. In and out, so we know that it's done. And once we've got her, we just sit tight until the payment arrives. I'm not so sure if it will be that simple. There's multiple alarm systems, CCTV. Listen, darling, it's a kidnapping, not rocket surgery. To be honest, I've lost count of how many snatches I've done. All you need to worry your pretty little head about is that the info you've given us is legit. You get me? I assure you my info is legit, Mr. Prado. It's what you're going to do with it that worries me. Ja, interessant. Und hier hätten wir Kisten hinstellen können. Das ist voll super. Eigentum von Rose wartet noch immer auf jemanden, der nicht zu feige ist, es ihr wiederzugeben. Sehr interessant. Ja. Hi, Jared. This is Ben. Surprise, surprise. Shit, I wish I could see your face right now, mate.
Listen, we all know what you did, you backstabbing son of a bitch. And I thought we were friends. Okay, wir kommen hier gerade nicht weiter. Das ist wieder mal typisch. Okay, da haben wir noch was zum Lesen. Da sind noch ein paar Schießübungen und Papiere und ach. Also eigentlich ist hier jetzt immer wieder ziemlich viel, meiner Meinung nach. 8.3.2011. In Momenten wie diesen habe ich das Gefühl, mein ganzes Leben lang nichts anderes als eine Hochstaplerin gewesen zu sein. Und genau das ist meine einzige Stärke. Ich vermittle anderen Menschen ein bestimmtes Bild von mir. Ich kann in niemandes Gesellschaft ich selbst sein. Ich gebe etwas vor, schauspielere, vor allem, wenn es um Männer geht. Als ich Jay kennenlernte, sollte er in mir die sexy Rebellin sehen, die einen Scheiß auf Regeln gibt. Als ich Robert beeindrucken wollte, wurde ich plötzlich das ruhige, geduldige, warmherzige und intelligente Mädchen, dessen innerster Wunsch es war, einen flüchtigen Blick auf seine Genialität zu erhaschen. Und jetzt verändere ich mich schon wieder, während meine finanziellen Sorgen wie ein Damoklesschwert über meinen Kopf schweben. Ich bin in einen Teufelskreis gefangen. Jeden Tag wache ich auf und wiederhole ein und dasselbe Mantra. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Kälteste im ganzen Land? Okay, das hatte Rose geschrieben. Sehr interessant. Der Erinnerungsdoktor. Kann dieser Mann wirklich in den Geist von jemand anderem eindringen? Soll das Robert sein? Okay, ich guck nochmal ganz kurz hier alles an. Sieht aus wie ein Tablet. Aber ich glaube, wir sollten eigentlich alles haben. Ja, wir hatten's. Vielleicht. Rose jagt mir manchmal eine verfluchte Angst ein. Letzte Woche meinte sie nach ein paar Drinks, dass sie immer ihren Vater umbringen wollte, aber nie die Chance hatte. Anscheinend ist er bei einem Autounfall gestorben, als sie noch jung war. Ich habe gefragt, ob er sie geschlagen habe oder anders misshandelt. Sie meinte, das würde mich verflucht nochmal nichts angehen. Dann hat sie sich auf mich gestürzt. Sie hat mich überrascht, auf den Boden geworfen und angefangen, mich zu würgen. Was für eine Scheiße. Wenn ich ihr nicht ein paar gelangt hätte, wäre ich wohl verreckt. Naja, sehr interessant bis jetzt. Freut mich, dass ich dir Angst einjage, Jasper, denn solltest du noch einmal jemanden etwas Persönliches über mich schreiben, dann schieb ich dir deine Tastatur so tief in den Arsch, dass sie oben wieder rauskommt und fasse meinen PC nicht mehr an. Okay, wir haben jetzt einiges erfahren über Rose und Jasper und dass Rose immer jemanden vorgibt zu sein, der sie nicht ist. Das ist sehr interessant. Wo, was war denn das gerade? Okay, da können wir anscheinend wieder raus. Warum auch immer. Plan vom Unterschlupf, Vorratskammer, Planungsraum 1, Planungsraum 2 und unser Büro. Und dann gibt es noch das Schlaf- und Esszimmer, okay. Ich glaube, diese müssen wir erstmal kontrollieren. Die Unfähigkeit dieser Gruppe ist unerträglich. Die Sache muss jetzt endlich über die Bühne gehen. Ich bin es leid, so zu tun, als würde mir Ramsay noch etwas bedeuten, Rose. Wir mussten die Familie eine Weile beobachten, um ganz sicher zu gehen, aber das ist jetzt erledigt, also reg dich ab. Steven oder Steffen? Ich glaube, Steffen heißt es. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Interesting. Your current location matches coordinates from which FDG servers were remotely accessed. There should be an open terminal nearby. This could give you the information we're looking for. Security ID complete.
Rose Atkins login now available. Okay, so we contact Randall. We say, give us the memory gizmo or your girl gets it. That's it. That's it. What if he says no? He won't. You said he don't much care for his family. What if he just... He won't. Also irgendwie ist mir die Rose ja ein bisschen abstrus, ne? Anders kann man es nicht sagen. Erstens Verbindung mit den Servern überprüfen, check. Zugriff auf Videoüberwachung überprüfen, check. Können wir die Videoüberwachung jederzeit ausschalten? Jupp, können wir. Jasper töten, wer meine Zugangskarte kaputt gemacht hat. Mit Vergnügen. Okay, also Rose hat anscheinend schon mal geplant, was sie tun würde. Jetzt würde mich mal Folgendes interessieren. Neutralize? Well, the less I know about that, the better, I suppose. As long as it doesn't change anything. I'd better be able to trust you, Atkins. That would seem to be the case, yes. Keep me updated. And let me know the second she arrives at the safe house. Alter, irgendwie verwirrt mich das Spiel immer mehr. Also es klärt sich hier nichts auf. Nichts. Obwohl wir... Wartet mal. Obwohl, das sind nur Fußabdrücke. Da kommen wir wieder zurück. Okay, da ist noch eine Person. Okay, es war jetzt auch nur, um zu überprüfen. Wir sollen jetzt erstmal an den Server gehen, das werde ich tun. Mal sehen, was wir erfahren, aber ich mache vorher mal die Tür zu. Ach, können wir nicht. Ach, das ist geil. Okay, let's try this out. Ah, the ID works. What? Alter, wo bin ich denn jetzt? Okay, das ist krass. Ich habe noch nicht mein Handy oder irgendwas. Okay, das ist sehr weird. Was geht? Schickse, ich habe die Geschichte gelesen, die du mir am Mittwoch geschickt hattest. Zombie-Lehrer versus Vampirkinder. Sau lustig, Grace. Ich bin dein allergrößter Fan. Wann besaufen wir uns eigentlich mal wieder und machen einen Filmmarathon? Alter. Und eine Origami-Figur. Okay, wir spielen jetzt 23 Minuten. Ich würde mal sagen, wir beenden genau hier die Aufnahme. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal einschalten würdet bei Get Even. Also wünsche ich noch viel Spaß und bis denn.